Moin moin liebe Zuschauer, das hier ist Chan. Chan ist einer der größten YouTuber zur damaligen Zeit gewesen und war vor allem das Hauptgesicht vom Kanal AppleWar. Für die Leute, die aber AppleWar noch nicht kennen, AppleWar hat damals unzählige Unterhaltungsvideos gebracht und waren zusätzlich auch noch ziemlich erfolgreich damit. Also sie machten unter anderem Videos mit ApeCrime, iBlali und so weiter. Also die waren schon eine angesehene Nummer. Und obwohl der Kanal seit mittlerweile über 5 Jahren kein einziges Video mehr hochgeladen hat, ist nun etwas ziemlich Krasses passiert. Denn es stehen nun sehr schwerwiegende Vorwürfe im Raum, dass Chan von AppleWar mehrere Minderjährige gegroomt haben soll. Für die Leute, die keine Ahnung haben, was Grooming ist: Als Grooming wird die gezielte Kontaktaufnahme Erwachsener mit Minderjährigen in Missbrauchsabsicht bezeichnet, indem stufenweise ihr Vertrauen erschlichen wird. Und da wir nun wissen, dass es sich hierbei um Missbrauch bzw. vor allem Machtmissbrauch handelt, kommen wir nun zu den Vorwürfen. Doch erstmal vorab: Das in diesem Video Besprochene sind alles Anschuldigungen und Vorwürfe. Das heißt, hier ist nichts bewiesen und es gibt auch kein gerichtliches Urteil, weshalb man nichts als Fakt darstellen kann. Deshalb können wir nur zusammenfassen, was eigentlich alles im Raum steht. Denn ich spoilere schon mal, das ist mehr als nur ein kleiner Fall. Begonnen hat das Ganze mit dem Tweet von der Userin SamExe. Diese macht am 21. Februar reinen Tisch und erklärte, was damals alles vorgefallen ist. Auf TikTok lud sie dazu außerdem noch ein Video mit folgenden Worten hoch: 15-year-old me becoming best friends with someone more than double my age because they were my idol. Ich weiß, mein Englisch ist sehr, sehr gut. Es geht laut ihr hierbei um Chan, also dem Gesicht von AppleWar. Aber erstmal zum Kontext des Ganzen. Sam war damals auch bei AppleWar immer wieder vertreten gewesen. Man kannte sie allerdings damals unter dem Namen Lucy. Mittlerweile hat sie sich aber als nicht binär geoutet. Dementsprechend hat sie jetzt einen anderen Namen. Sam wirft Chan hierbei vor, sie und auch genügend andere Mädchen gegroomt zu haben. Und das in diesem Fall mit 15 Jahren, als er schon 30 war. Und er soll ziemlich schnell in eine sexuelle Richtung gegangen sein, bis hin zu Freundschaft Plus. Dazu schrieb Sam folgendes: Diese Freundschaft Plus ging dann die ganzen Jahre. All die Jahre, in denen wir Videos gemacht haben, von Convention zu Convention gereist und sonstiges öffentlich gemacht hatten. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich glaube 2019 oder Anfang 2020 dachte, ich wäre lesbisch. Zu dem Zeitpunkt habe ich ihn gebeten, den Plus-Teil zu beenden. Und als er gecheckt hatte, dass das wirklich beenden bedeutet, haben wir es auch eingestellt. Nicht lange danach verließ sich unser Kontakt zueinander immer mehr und hörte schließlich auf. Als dann Schluss war, realisierte Sam erst so richtig, was dort überhaupt gelaufen ist. Also, dass es halt niemals normal sein kann, dass ein 30-Jähriger etwas mit einer 15-Jährigen zu tun hat. Weder in einem freundschaftlichen Sinne ist das normal, noch in einer sexuellen Beziehung. Ob sie aber schon sexuellen Kontakt mit 15 hatte, kann ich jetzt nicht sagen. Daraufhin sprach sie allerdings erstmal mit ihren Freunden und auch mit einer Therapeutin, um diese ganze Situation zu verarbeiten, denn das lief ja über mehrere Jahre. Und zusätzlich hat es laut ihren eigenen Aussagen sogar ein Trauma bei ihr ausgelöst. Wenn man das Ganze aber hier so liest, dann sieht das nicht nur nach Grooming aus, sondern das Ganze hat noch einen viel komischeren Vibe im Sinne des Machtmissbrauchs, weil hier eben ein ehemaliger Fan ausgenutzt wurde. Im Anschluss wollte Sam dann auch wirklich gar keinen Kontakt mehr mit Chan haben. Sie hat ihn überall blockiert und sie musste auch erstmal mit der gesamten Situation zurechtkommen. Nachdem im Laufe der Jahre Sam aber bemerkt hatte, wie eine weitere betroffene Person über ihre Erfahrungen sprach, fühlte sie sich nun ermutigt, ebenfalls öffentlich darüber zu sprechen. Nur erstmal ohne Name-Dropping, also sie hatte auch TikToks hochgeladen, ohne dass man den Namen gesehen hatte. Und naja, was soll ich sagen? Daraufhin platzte dann allmählich die Bombe. Denn nun mittlerweile vorvorletzten Samstag stand Chan plötzlich vor ihrer Haustür. Dazu schrieb sie folgendes: Er wollte sich bei mir entschuldigen, sagte mir, er sei inzwischen in Therapie wegen vielem, aber auch, weil er auf Minderjährige steht, dass es ihm damals nie bewusst war, was er da eigentlich anrichtet und dass er wisse, dass seine Entschuldigung einen Scheißwert ist. Ich habe ihn angeschrien und gesagt, dass er bei so vielen jungen Leuten Schäden angerichtet hat, die nie wieder komplett zu reparieren sein werden, dass er mein Leben ruiniert hat und dass, sollte es eine Art Hölle geben, er ewig brennen wird. Zusätzlich soll auch der Besuch von ihm für Sam retraumatisierend gewesen sein. Das Ganze korreliert aber auch mit einem Stream-Ausschnitt von Chan nach den ganzen Vorwürfen. Chan, du bist ja besser als viele Content-Creator. Ja, auch nicht wirklich. Ich bin auch manchmal echt scheiße. Ich war auch einfach viel scheiße. Ich war auch zu ganz vielen Freunden scheiße. Ja, auch auf so vielen Leveln, dass ich mich gar nicht entschuldigen kann für die ganze Scheiße, die ich verbockt habe. Aber was soll ich machen? Ich entferne mich jetzt einfach aus dem Internet
und hoffentlich reicht es damit. Das hat er mittlerweile tatsächlich auch wirklich getan, aber das wirkte schon nach einer Art Schuldeingeständnis, dass er eben sehr viele Fehler in der Vergangenheit gemacht hatte. Wie gesagt, es besteht zwar weiterhin noch die Unschuldsvermutung und er hat natürlich auch nicht explizit erwähnt, um was es denn jetzt genau geht, aber nach den ganzen Anschuldigungen und Vorwürfen, die in letzter Zeit rauskamen, dann so eine Art Aussage zu treffen, wirkt schon ziemlich einsichtig und ich denke nicht, dass man aus dem Nichts plötzlich zurücktritt. Da kann also demnach durchaus mehr dahinter stecken. Das Ironische an der Sache ist allerdings, dass Chan in früheren Situationen öfter mal damit konfrontiert wurde, dass er doch eventuell mit Fans schläft oder wie er denn überhaupt dazu steht. Wie findet es eigentlich deine Freundin, dass du dir regelmäßig Fangirls gönnst? Ja, was meinst du, wer dafür Geld verlangt? Würdet ihr eine Beziehung mit einem Fan eingehen? Nein! Auf der anderen Seite? Nein! Die vergöttern sich halt für den, der du bist im Video und nicht für den, der du bist in Wirklichkeit. Laut den ganzen Anschuldigungen sind diese Aussagen wirklich sehr schlecht gealtert. Aber okay, wir kennen jetzt schon mal eine Erzählung von einer Betroffenen, die aktiv mehrere Jahre mit bei Apple war dabei war. Doch schauen wir uns einfach mal an, was es noch so zu lesen gibt. Denn sie war nicht die Einzige, die die letzten Tage genau über dieses Thema schrieb. Widmen wir uns nun der Story von Ellie, die ebenfalls mehrere Jahre bei Apple war zu sehen war. Sie ging dann sogar auf 3 weitere Personen ein, die ebenfalls damit etwas zu tun haben. Aber ich würde sagen, wir beziehen uns erstmal auf Chan, weil das ist eigentlich das komplette Hauptthema. Und dort schrieb sie am 23. Februar folgendes. Ich traf Chan auf dem Cos Day 2012. Er schenkte mir Aufmerksamkeit, gab mir Sachen aus und präsentierte seine Fähigkeit, in 2 Sekunden durch ein Shirt einen BH zu öffnen. Ich war 14. 2 Jahre danach berichtete sie, dass sie später mit 16 Jahren emotional instabil war, aufgrund der Trennung mit ihrem Ex-Partner, und das nutzte Chan laut ihren Aussagen ziemlich sehr aus. Dazu schrieb sie folgendes. Noch bevor wir die Tür drin waren, küsste er mich. Er fragte ständig immer wieder über Wochen, ob ich die Pille nehme, weil er kein Gummi benutzen will. Der war einvernehmlich, wenn auch höchst verwerflich, aber das wollte ich nicht. Es entstand ein Abhängigkeitsverhältnis. Er war in der Machtposition und nein, mit 16 weiß man nicht immer, was richtig und falsch ist. Meine Eltern wollten ihn anzeigen. Er machte unter anderem ungefragt Fotos von mir, während ich schlafend in Unterwäsche neben ihm lag, und da bin ich leider auch nicht die Einzige. Er hatte einen WhatsApp-Gruppenchat inklusive anderer bekannterer YouTuber, wo sie Fotos austauschen. Unabhängig davon, dass das alles extrem schrecklich und verwerflich ist, frage ich mich, wie in Gottes Namen kann man denken, dass sowas niemals rauskommen würde. Also für wie blöd musst du bitte die Menschen da draußen halten? Vorausgesetzt, dass das alles natürlich hier stimmt, wie es gesagt wird. Aber seine eigene Distanzierung aus dem Internet wirkt natürlich schon so, als wäre da etwas dran, was Ellie und auch was Sam sagt. Gut, aber es geht noch weiter. Ich bekam mit, wie er andere anmachte, selbst öffentlich auf Twitter, wie er Fans auf Conventions begrapschte und sich auch für den ein oder anderen Quickie wegschlich. Die Jahre zogen ins Land und ich schaffte mich nicht davon zu lösen. Ich hatte sonst nicht und niemanden. Eines Tages schmiss er mich raus, weil er wen anderes zum Vögeln eingeladen hat. Ironischerweise seine immer noch Freundin Sarah. Sie war damals schon extrem toxisch und hat sich über mich lustig gemacht. Skleefan fuhr mich zum Bahnhof und küsste mich. Ich war total in Schock, aber konnte ihm klar machen, dass ich das absolut nicht will. Er tat so, als wäre die Welt untergegangen. Also auch da wurde eine emotionale Instabilität ausgenutzt, um sie zu küssen. Nur diesmal brachte es laut ihren Aussagen nichts. Das Ganze ging dann noch weiter, bis sich Ellie mit 19 Jahren von Apple war distanzieren konnte. Nur zur Info, sie ist jetzt 26, also wir reden hier von einem Zeitraum von vor 7 bis 11 Jahren. Aber gut, ich meine, diese Storys, die liefen über all die Jahre hinweg und das Ganze mit mehreren Menschen. Das waren aber die 2 Erzählungen, die momentan auf Twitter die Runde machen, und was soll ich sagen, dieser stets beschriebene Machtmissbrauch geht in der Form natürlich gar nicht, also es geht auch in jeder anderen Form nicht. Nicht nur, weil ein 30-Jähriger mit seinen Fans geschrieben haben soll, um mehr zu bekommen, sondern es wurde laut deren Aussagen zusätzlich durch deren Fame ein Status ausgenutzt, um einfach Zuschauer zu sich zu holen, um sexuellen Kontakt zu pflegen. Und da wir hier davon sprechen, dass die Mädchen damals stellenweise 14 und 15 Jahre alt waren, wird mir ehrlich gesagt einfach ziemlich schlecht. Und ich meine, selbst wenn ihr einvernehmlichen Sex mit einer 16-Jährigen gehabt haben soll, ist das moralisch dennoch komplett krank, und sowas macht natürlich auch was mit Jugendlichen. Man sieht ja, Menschen sind dadurch traumatisiert und haben Probleme, über solche Themen zu sprechen. Da gibt es halt auch wirklich nichts schön zu reden, was dort passiert sein soll, und auch an der Stelle ganz viel krank
Kraft an die Betroffenen. Doch neben den ganzen Vorwürfen äußerten sich auch unzählige Mitglieder von AppleWare zu der ganzen Thematik und machten Statements dazu. So schrieb beispielsweise MasterChem, dass er von all dem nichts gewusst habe und er Chans Verhalten aufs Schärfste verurteilt. Er habe allerdings auch schon lange keinen intensiven Kontakt mehr mit ihm. Ebenso verurteilten aber auch viele andere Mitglieder genau dieses Verhalten von Chan. Was ich persönlich aber ziemlich weird finde, ist ja, die teilten ja alle ungefähr den gleichen Freundeskreis und es ist echt komisch, dass davon niemand wusste, was da alles im Hintergrund abläuft. Ich meine, das ist doch sass, dass ein 30- bis 40-Jähriger mit Minderjährigen abhängt. Weder freundschaftlich noch beziehungstechnisch ist das irgendwie normal. Aber gut, das ist auch bloß ein kleiner Hintergedanke von mir. Vielleicht konnte er das auch einfach extrem gut verstecken. Ich weiß es ja nicht. Ich persönlich finde den Fall ziemlich krass. Wenn man den Betroffenen hier 100% Glauben schenken mag, dann wurde hier wirklich auf mehreren Ebenen die Macht missbraucht, um Fans mehr oder weniger gefügig zu machen. Das ist also nichts Harmloses, sondern das genaue Gegenteil. Jetzt wisst ihr aber schon mal, um was es sich bei diesem AppleWare-Skandal überhaupt handelt. Ich selbst habe AppleWare nie geschaut, muss ich an der Stelle ehrlicherweise sagen. Ich wusste aber gleichzeitig auch, dass sie ein absolutes YouTube-Urgestein sind. Also seit es gefühlt YouTube gibt, gibt es auch AppleWare. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr damals AppleWare geschaut habt und vor allem, was ihr von diesem Vorfall haltet. Würde mich an der Stelle interessieren und wenn ihr immer up-to-date bleiben wollt und euch solche Videos hier gefallen, dann lasst gerne ein Like da und ein Abo da. Das würde mich sehr freuen und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stechen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin und ciao.